Ja, vielen Dank, liebe Maut. Ich stand ja vor einigen Tagen in Zeitz im Michaelpark in der Friedensstraße. Der Anlass war ein ganz toller, es gab viel zu feiern. Medimax hat nach großem Umbau wieder eröffnet und wir waren natürlich mit dabei. Im Hintergrund spielen die Heiner Seepiraten eine Guckenmusik und die spielen uns gerade warm für die Fußball-EM in Frankreich. Nachher kommt auch noch der Schäfer Heinrich, bekannt aus Bauer sucht Frau. Und da war eine ganze Menge los bei Medimax. Zum Beispiel war auch Herr Saupe da, einer unserer Gewinner beim BLK-TV-Gewinnspiel. Und es gab den größten Einkaufswagen Deutschlands. Drin stand ein VW ab und den konnte man für 6 Monate gewinnen. Aber wie ist er denn geworden, der neue Medimax? Wir schauen jetzt gleich mal rein und gucken mal, wie sieht es drin aus im neuen Medimax. Ja, große Neueröffnung nach Umbau hier im Medimax in Zeitz. Am Donnerstag ging es los bei uns der Filialleiter Herr Voite. Herr Voite, wie war es denn bis jetzt? Also absolut grandios bisher. Besucher bisher 8000 Mann und Frauen natürlich auch. Also wir sind echt überwältigend, wie gut es angenommen wird, natürlich vom Zeitzer Publikum und natürlich auch dann von dem Umland. Ja, und es ist eine ganze Menge passiert hier. In ganz wenigen Tagen habt ihr es geschafft, den Medimax in Zeitz einmal umzukrempeln. Was sollten sich denn die Kunden mal ganz besonders bei Ihnen anschauen? Was ist hier ganz neu, was es bisher noch nicht gegeben hat? Also ganz neu ist natürlich unsere schöne Klangschmiede, ein HiFi-Studio-Bereich, den wir bisher noch nicht hatten. Ansonsten sehr viele neue, tolle Strecken natürlich auch im Bereich Telekom und Multimedia. Also Ware komplett neu präsentiert, eine Roboterstrecke auch im Kleingerätebereich. Also es gibt eine allerhand zu sehen bei uns. Auch Drohnen haben wir jetzt bei uns mit im Geschäft mit da. Also eigentlich alles, was das Herz begehrt für unsere Kunden. So, jetzt gab es ja 4 Tage lang richtig Partyalarm hier im Michaelpark in Zeitz. Wie geht's jetzt weiter, Herr Voite? Wer es nicht geschafft hat, zur offiziellen Eröffnung zu kommen, aber vielleicht gibt es ja noch so eine kleine Chance in der nächsten Woche. Habt ihr noch was im Petto für die Kunden, die es zur offiziellen Eröffnung nicht geschafft haben? Das auf jeden Fall. Also es lohnt sich auf jeden Fall, bei uns vorbeizuschauen. Wir haben weiterhin Angebote ohne Ende. Jeder Kunde ist natürlich herzlich willkommen und die richtigen Produkte sind da. Also, dann danke ich Ihnen fürs Gespräch und allzeit gutes Geschäft hier im Medimax in Zeitz.